Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Esreiter und wir sind in Folge Nummer 28 von Voxel Tycoon. Ja, da ist der Zug angekommen, der bringt Sand, dann fahren die LKWs wieder und dann müssen wir gucken, dass wir da noch ein Lagerhaus irgendwie zusammenkriegen. Das Geld dafür auf jeden Fall und das schauen wir uns gleich nach dem Intro an. Bis gleich. So, Zug ist weggefahren, dann wollen wir mal schauen. Der nächste wartet hoffentlich hier schon. Ja, tut er. Ach so, vielleicht sollen wir überlegen. Ja, zweiter Bahnhof. Bringt das was? Haben wir das nicht schon mal gemacht? Nee, ne? Sonst wären ja hier Gleise, ne? Das wäre natürlich mit 5.400 oder so, kommen wir da auch nicht ganz viel weiter, ne? Was ist jetzt interessanter, das Lagerhaus oder der Zug? Aber wenn wir den... Wie, was kostet im Bahnhof? Station. Güterbahnhof, 30.000. Und dann kommen noch ein paar Züge hinzu, ne? Lass mal hier ein bisschen schneller laufen, weil Heubach hat hier keine Holzbretter mehr. Jetzt ist der da hinten kaputt gegangen, ne? Das ist schlecht. Da haben wir zu wenig Holzbretter hingebracht. Ja, das heißt, wir müssen jetzt die Route angucken. Die Holzbretter sind das sogar, ne? Fahrzeug 36, Details, Holzbretter, Fahrplan ist Mellrichstadt Nord. Und der ist gar nicht hier oben, Mellrichstadt. Warte mal, dann würde das bedeuten, Gefrees, wo fährt denn der hin? Birges, fährt er hier hin? Der fährt da dorthin und da gibt es auch noch Bretter. Okay, dann muss er fahren. Da überspringen und los geht's. Der Rest wird entladen hoffentlich richtig. Die Bretter. Mellrichstadt Nord. Kannst du auch überspringen. Haben wir da oben gar nicht angefahren, kann das sein? Holz zu Mellrichstadt Nord. Ja, wenn das so ist. So, jetzt ist der Zug leer, jetzt fährt er. Fahrzeug ist weiterhin unrentabel und hier unten ist es auch unrentabel. Und das ist ganz schlecht, wenn da welche stehen, weil die anderen müssen ja Geld reinbringen. Ne? Ah, jetzt kommt der Zug, jetzt können wir das auch sein lassen. Denn die stehen ja alle hier und warten. Ey, läuft richtig schlecht eigentlich, ne? Wir können ja mal gucken, ob wir langsam Gleise dahin kriegen, oder? Aber wo kommt der Bahnsteig hin? Dass ich das auf jeden Fall nicht falsch mache, ist das dann so? Ich glaube, dann ist das so, ist er zu nah dran, ne? Das funktioniert nicht. Ich glaube, es muss so sein, ne? Das können wir uns gerade nicht leisten. Das Gleis ist also mittig da drauf. Achso, ne, nicht ausmachen, sondern anmachen. Mittig hier drauf wäre das. Glaube. Also, weil wir nicht genug Geld haben, ne? Geht das nicht. Das funktioniert aber erstmal. Ja, der ist da und hier geht es jetzt nicht voran, weil wir hier wieder LKWs haben, die nicht vorankommen. Schon abgeladen, ne? Der fährt so, der kann nicht fahren, weil nicht genug Ware da ist. Und der war jetzt, den habe ich wahrscheinlich irgendwie schon mal doppelt gemoppelt. Der fährt auf jeden Fall jetzt raus. Ich hoffe, wenn ich den da hinsetze, dass die auch alle angeschlossen sind. Ne? Das fällt mir auch noch gerade so ein. Ne?
Güterstation. Ja, ist jetzt einfach zu teuer, ne? 31.000, da unten läuft nichts. Die Busse müssen Geld reinbringen, deswegen muss ich den fahren lassen, genauso wie den. Ah, jetzt kommen sie und holen Sand oder bringen Sand. Der ist auch ratzfatz weg, ne? Das klappt. Achso, wenn man die Alt-Taste drückt, dann sieht man übrigens, was drauf ist. Da war irgend so ein Profi-Tipp beim Intro. Die Balken sind doch alle da, ne? Wieso bringt er den Balken wieder? Wer weiß, was ich da wieder falsch gemacht habe. Ja, wo fährt er denn hin? Dann gucken wir mal. Der entlädt bestimmt. Da wird weniger Eisenerz akzeptiert. Das hat auch wieder gut geklappt dann, ne? Fährt er hin? Er dreht da, okay. Und kommt dann hier vorbei und lädt hoffentlich ab. Ja. Keine Ahnung, was ich da wieder falsch gemacht haben könnte. Der da unten auch, ne? Ja, weiß ich auch nicht. So, der wartet jetzt hier. Ja, aber der andere steht doch da schon, naja. Ich hoffe, die kriegen jetzt alle was mit. Hier ist genug drin, ne? So, der muss weg. Genauso wie der, damit die Busse Geld einfahren. Sonst können wir nichts bauen. Können wir so oder so nicht. 3.000, 5.000. Wahrscheinlich kommt der Sandzug sowieso zweimal, oder? Ja. Erstmal läuft sie noch. Aber da sind schon wieder welche, die nicht entladen haben. Da kommt doch auch wieder einer. Wo kommt der denn weg? Heubach West. Wo ist Heubach West? Wer ist? Ist Heubach da oben? Ja, die Stadt? Nee. Heubach. Holzträger. Das ist doch doof. Ich habe keine Ahnung, warum die Holzträger in Heubach West nicht entladen werden. Melrichstadt Nord war das. So, der Zug ist weg. Busse sind noch nicht in der Schlange, geht also noch. Aber das Geld fehlt, definitiv. So, da haben wir jetzt einen Bus. Okay, die fahren jetzt alle fünf, glaub, weg. Ja. Der hat aber nichts mehr. Hier gibt's 440. Ja. Hier ist 48 Holzträger, ne? Da ist wieder einer mit Baumstämmen voll. Irgendwas passt da nicht. Die fahren jetzt. Unser Geld ist down, ne? Irgendwas läuft hier falsch. Holz zu Melrichstadt Nord. Brauchen wir gar nicht eigentlich machen, weil ja, die kostet uns doch nur Geld, wenn die immer leer fahren, ne?
Und schick den mal ins Depot. Und den auch ins Depot. Die Fahrtkosten können wir uns wahrscheinlich sparen. Der soll doch ins Depot, oder? Ah, da muss man auch noch zum nächsten Depot senden anklicken. So, der passt jetzt. Unten steht zum Glück noch kein Bus dran, ne? Die fahren tatsächlich anders. Die beiden sind gleich im Depot. Jetzt steht da ein Bus, aber der Gesamtzug kommt. Aber den kann ich schon mal überspringen lassen, weil der wird sowieso nicht voll. So, 8000. Hier stehen wieder welche nicht entladen. Da steht kein Mensch. Laden voll, entladen, voll entladen. Weiß nicht, ob das richtig dann ist. Aber hier ist auch was falsch, oder? Mellrichstadt Südost. Ist das da hinten? Könnte sein, ne? Da muss das noch raus. Wo war denn das mit dem Holz? Aha, hier ist der Fehler. Zack. Und so. Da haben wir den Fehler schon mal gefunden. Hier unten war es, oder? Ja. So, er ist jetzt hier mit den Brettern unterwegs. Fahren wir weiter. Weil klappt ja doch nicht, ne? So, leider können die auch fahren, weil... Ah. Ja, das muss ich noch lernen, ne? Dass man hier einmal klickt und dann am besten sofort zumacht. Damit es dann vorangeht, ne? Ja, die Holzbalken müssen weg. Und Bretter sind schon weg. Und der da kann auch weg. Damit die Busse Geld kriegen, ne? Holzträger ist hier voll, so ein Shit. Vielleicht sollten wir einen auf einer anderen Linie setzen mit den Holzträgern. Was hat der denn? Holzträger zu Heubach West. Holz zu Heubach West. Gut. Gut. Und der muss noch weg. Die Bretter. Ah, warte, jetzt muss ich hier rein. Ah. Nee, stopp. Nochmal. Schön wäre es gewesen, wenn das Auto funktioniert hätte, ne? Ja, das können wir ja so lassen. Ja. Ach shit. Naja, ist egal, er kommt da. Jetzt können die wieder fahren. Wir haben ja knapp 10.000, kriegen wir vielleicht hin. Hier können wir am Zug warten. Aber ich glaube, erst der Sandzug kommt. Die stehen da jetzt wieder. Hoffentlich werden die Busse das erkennen, dass der da steht. Oder die da stehen und die fahren andersrum. Das wäre sinnig. So, da haben wir einen, der nach Mellrichstadt Nord fährt. Mit Holzbrettern. Da kommt zum Glück der Sandzug. Das heißt, die beiden sind gleich weg. Dann passt das erst. Ja, Geld kommt einfach nicht rein zurzeit. Ich lasse mal noch mal schneller laufen. Da kommt er jetzt und ich hoffe, das wird alles weggebracht hier. Die fahren durch, alle fahren durch. Das hat schon mal geklappt. Weg. Auch weg.
So, die können jetzt erst noch stehen bleiben, das ist nicht schlimm. So, hier muss noch weiter entladen werden. Jetzt ist es mit den Brettern natürlich das Problem, ne? So ganz rund läuft das leider nicht. Jetzt ist nur die Frage, ob. Ja, doch, der fährt zum Glück weg. So, jetzt können wir da auf jeden Fall was wegschicken, weil das funktioniert so nicht. Okay, der war schneller wie wir. 6,5, 7. Ja, wir kriegen es einfach nicht hin mit dem Geld. Es läuft zu schlecht. Warte mal, wir haben 2 ins Depot geschickt, ne? Können wir aus dem Depot verkaufen? Und kriegen dann Geld wieder? Hupen. Kann ich die auch irgendwo? Fahrer, Fahrplan. Verkaufen. Ja, machen wir. Und warte mal, dann machen wir das mit dem anderen auch. Verkaufen. Ja, machen wir. Jetzt haben wir genug Geld, um da den Bahnhof hinzustellen. Aber ob das funktioniert, ist noch eine andere Frage, ne? Ich probiere es aber mal. Und jetzt ist das Gefräß neben Gleis. Na super. Das bedeutet, wir müssen den seine Linie bearbeiten. Und zwar muss halt hinzufügen, den entladen, von mir aus auch voll entladen. Und den hier müssen wir wegschmeißen. Dann klicken wir OK. Ist nur die Frage, ob der da schon reinfährt. Nein, natürlich nicht. Er erkennt hier, die Züge sind da schwierig. Hoffentlich können wir jetzt noch Signale bauen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich mach's mal so. So, und der ist jetzt außer Reichweite von dem hier und deswegen geht das nicht. Na super. Das bedeutet Linie ändern. Bearbeiten. Melde statt 4 in der Abzweig. Haltestelle hinzufügen ist die. Entladen. Voll entladen. Und dieses hier muss gelöscht werden. Und dann okay. Und der muss jetzt erstmal zurückfahren. Macht er das? Ich hoffe es. Das ist doch der, ne? Ja. Bearbeiten. Auf ein neues. Voll dahin. Entladen. Voll entladen. Hier. Wegmachen eigentlich. Warum? Doch, jetzt passt es. Fahren ins Depot. Wieso kann es keinen Weg zum Depot finden? Ist hier irgendwas faul an den Signalen? Ist das bei dem anderen auch so? Das ist ganz schlecht jetzt hier am Laufen, ne? So, jetzt kommen die Holzbretter runter. Nee, nicht ganz. Ja, das mit den Signalen, das läuft wohl nicht so gut hier.
weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Nee. Jetzt fährt er weg. Lass jetzt mal das los hier. Also da sind wir richtig falsch unterwegs, würde ich mal sagen, ne? Also das klappt jetzt hier nicht. Da kommt der jetzt, der fährt dahin. So, der entlädt ja jetzt. Achso, wir müssen jetzt den anderen Zug schnell haben, ne? Weil der darf da nicht reinfahren, der muss die andere Strecke fahren. So, bearbeiten. Abzweig löschen. Und der kriegt den halt. Hinzufügen, das. Und entladen. Und voll. Gefräßnebengleis passt. Okay. So, ich weiß nur nicht, ob die da gleichzeitig reinfahren. Das wäre schön, wenn das so funktionieren würde. Der andere ist noch nicht da, der fährt aber schon mal. Jetzt kommt der. Und der fährt da hin. Das sollte alles hier eigentlich funktionieren, oder? Ja. Jetzt ist die Frage, ob der andere Zug da reinfährt. Nee, der steht da. Das ist nicht so schön. Was muss ich jetzt für ein Signal bauen, dass das klappt? Formsignal, Vorsignal. Was macht das? Einseitig. Einseitig. Geht doch zweiseitig. Jetzt haben wir noch nicht mal genug Geld. Wenn ich das so mache, fährt er da nicht rein. Und da ist es beidseitig jetzt. Ich habe sie, glaube ich, eben nicht passend zueinander gestellt. Kann das sein? Gut, jetzt müssen wir mal ein bisschen Geld hier kriegen. 1750. So, jetzt dürfte einer fahren. Holzbretter auch bankrott. Ja, das war nicht so dolle. Mal wieder schneller. Jetzt ist interessant zu sehen, ob das mit der Bahn klappt. Ich sehe noch nicht den Bahnhof gerade. Da. Hier geht es noch nicht voran. Der eine fährt jetzt auf jeden Fall. So, jetzt fährt auch der andere. Wartet, bis die Strecke bis dahin frei ist und dann fährt er. Es sieht gerade so aus, als ob das vielleicht funktionieren könnte. Der steht da und wartet jetzt, bis der da weg ist. Das würde bedeuten, wenn man da auch nochmal zwei Signale macht, dann könnte der auch durchfahren, oder? Nicht genug Geld. Ja, wir haben gerade ziemlich Minus gehabt, sogar schon. Ich hoffe, das funktioniert jetzt.
Also Sandzug fährt jetzt auf jeden Fall immer schon mal durch. Der Abschnitt ist jetzt besetzt. Er fährt jetzt, okay. Jetzt wieder rot. Der muss warten, bis der durch ist. Jetzt müsste der fahren, ja, macht er. Und was brauchen die für Holz? Balken. Fahrzeug ist unrentabel. So, die fahren erstmal alle jetzt. Da kommt schon wieder, wer weiß, wo ich da wieder falsch geklickt habe. Ja, mach den mal zu. Aber die Folge ist auch schon wieder fürchterlich lang, sehe ich. Das ist auch nicht passend. Der stört uns jetzt aber gerade, glaube ich, gar nicht, weil der andere jetzt dann da durchfährt, ne? Also das ist in Tacken jetzt besser geworden. Weil die Sandzüge werden jetzt immer durchgefahren. Auch wenn der andere da noch steht. So, was macht er jetzt? Müssen wir hier noch gucken, was wir hier lagertechnisch machen müssten. Ja, den fahren wir jetzt weiter. Mach den zu. Die müssen jetzt alle wegfahren, ne? Bis der mit dem Holz da ist. So, der Balken geht, weil da noch was drin ist. So, der hat aber nicht mehr. Der kann aber weg. Hier unten fehlt jetzt an Sand, der kommt aber gerade rein, dann passt es erstmal. Oh Mann, ey. Okay, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Wir müssen unbedingt nochmal 30.000 haben für das Holz, damit wir die Bretter da reinkriegen. Erst wenn die Bretter da drin sind, funktioniert das, ne? Sonst haben wir da keine Chance. Aber ja, weißt du was? Schick den zum Depot. Und schick den auch zum Depot. Ich hoffe, das funktioniert so. Und wenn die beiden zum Depot geschickt sind... Jetzt, ich weiß schon, ich habe es glaube ich wieder verbaselt, indem ich nicht hier zum Depot schicken gemacht habe, oder? Gut, dann müssen wir gucken, dass wir die zwei verkaufen und dann noch ein Dingens hier machen für die Bretter und damit das dann irgendwie mal fluppt, ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.